Die EU will China bei der Bekämpfung der Coronavirus-Epidemie helfen. In einem Telefongespräch zwischen EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang drückte dieser die Hoffnung aus, medizinische Güter aus der EU leichter und schneller zu bekommen. Im Gegenzug sei China bereit, den Informationspolitik- und Technologieaustausch zu verstärken. Li sagte auch, die chinesische Regierung und das chinesische Volk seien entschlossen und zuversichtlich, die Epidemie bald besiegen zu können. Die Eindämmung der Epidemie und die Behandlung der Kranken seien jetzt die wichtigsten Punkte. In China ist die Zahl der Erkrankten auf fast 12.000 Menschen gestiegen. An dem Virus gestorben sind 259 Menschen. Viele internationale Fluglinien haben ihre Flüge von und nach China gestrichen.